Sims 3. Ei, ei, ei. Ja, liebe Leute, seid mir ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einem neuen Sims 3 Let's Play von mir, vom Spielkind 45. Ihr hattet euch das ja wirklich sehr, sehr zahlreich gewünscht. Und ich hatte das ja in den Action News schon angekündigt, dass wir jetzt hier die Sims 3 einfach tierisch spielen möchten. Und ja, das heißt, wir werden die Familie Rockstein, wie ihr sie kennt und lieben gelernt habt, hoffen wir mal, aufs flache Land schicken, zu den Landeiern nach Appaluna Plains oder wie das heißt. Ihr seht, ich habe hier schon ein Testspiel gemacht, da müssen wir jetzt aber gar nicht lange drauf gucken. Wir klicken mal hier ab, Moment, zurück, ich wollte ja auf ein neues Spiel gehen. Pardon, ist ja gleich schon die erste Desaster-Katastrophe am Start gewesen, aber egal. Wir werden jetzt mal ein neues Spiel starten. Wir gehen nach Appaluna Plains, so heißt das Ganze. Wie ich schon in dem Action-News-Video sagte, ist das ein ziemliches Kaff. Da ist also wirklich, wirklich viel los. Und ja, ich würde vorschlagen, wir machen mal, gehen mal auf Annehmen, ohne Anmeldung. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber wir gucken mal. Vielleicht im Verlauf dieses Let's Plays, ja. Ja, dann gehen wir mal auf ohne Anmeldung fortfahren. Und ja, da seht ihr das Kaff, da seht ihr einen wunderschönen Planwagen. Und es ist alles sehr ländlich. Ich glaube, hier ist das das Theater. Und ja, wie gesagt, ich möchte natürlich entsprechend noch ein paar Sachen vorwegschießen. Also, wir hatten ja die Rocksteins in der Late-Night-Version gespielt und das hat auch eine Menge Spaß gemacht, bis die Technik dann irgendwann mich doch ziemlich im Stich gelassen hat. Es könnte möglicherweise daran liegen, dass die, dass das System mit den Cheats nicht so ganz klarkommt. Ich bin auch wirklich noch am Überlegen, ob ich cheaten werde oder nicht. Jetzt wie bei der ersten Staffel werde ich jetzt die ersten Folgen erstmal das Cheaten lassen. Ihr wisst, ich bin kein Freund von dieser Dauer Duschrennscheiße und Picken, Kacken, Kicken, Pocken, Packen. Ihr wisst, was ich meine. Diese ganze Schlafaktion etc. Deswegen, also ich würde schon ganz gerne cheaten. Allerdings erstmal lassen wir das sein. Denn wir werden jetzt sowieso erstmal hier starten quasi und werden entsprechend ein Haus klar machen. Ich werde auch das Haus nehmen, was ich im Test-Let's Play genommen habe. Und das ist eigentlich eine ganz nette Hütte. Hat sich auch mit den Kiddies hinterher ganz gut gegeben. Allerdings müssen wir da natürlich, muss ich jetzt ein bisschen umdenken, denn ich habe auch in diesem Test-Let's Play gecheatet. Ja, so kennt ihr mich und ihr wisst, dass ich das gerne mache, denn ja, wie gesagt. Und das heißt natürlich, insbesondere wollen wir natürlich, liebe Leute, auch Kiddies an den Start bringen. Das ist ja, ja mit der Hauptgrund. Wir wollen ja, da kommen wir jetzt auch kurz schön nach Appaluna Plains oder Appaluna. Ich werde das wahrscheinlich im Laufe des Let's Plays noch lernen, wie das Kaffee heißt. Ihr seht, sehr klein, sehr schön, sehr idyllisch. Da ein schöner Hundeknochen als Teichformation. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, da ein Footballfeld etc. Also alles sehr, sehr idyllisch. Ich habe übrigens, das werdet ihr wahrscheinlich merken, die Musik hier ziemlich leise bis fast ausgestellt. Denn durch die Musik, insbesondere beim Bauen, beim Erstellen der Sims etc., habe ich mir bei YouTube diverse Content-ID-Treffer eingefangen. Insofern möchte ich doch jetzt erstmal die Musik, die ja nicht der zentrale Punkt dieses Spiels sein soll, ein bisschen runterfahren. Ne? Und insofern gibt es hier leider keine Musik, aber das ist mir doch alles ein bisschen zu gefährlich. Denn ihr wisst, ich habe mittlerweile 9 von diesen Treffern und ich habe mir sagen lassen, beim 10. könnte es leichte Probleme geben. Wie auch immer die aussehen, ich weiß es nicht. Egal. Jetzt sind wir hier bei den Sims, bei den lustigen Sims hier. Gucken wir einmal rum hier. Übrigens, ich hatte das ja schon angespielt und ich hatte in einem anderen Let's Play gesehen, dass es hier auch einen Tierladen gibt. Ich bin ehrlich, Freunde, ich habe diesen Tierladen nicht gefunden. Vielleicht kann mir da ja einer schon zu Beginn gleich mal den Tipp geben, wo ich diesen Tierladen finde, wie dem auch sei. Also, wir kommen auch ohne Tierladen klar, denn hier kriegt man alle Tiere, die man haben möchte, auch so am Start. Okay, dann würde ich sagen, ich quatsche jetzt gar nicht weiter lange rum. Ihr kennt mich zwar und ihr wisst, dass ich das ganz gerne mache, aber egal. Wir werden jetzt hier einen Haushalt einziehen lassen. So, und wen haben wir denn hier? Liebe Leute, die dürftet ihr kennen. Haushaltsname
Rockstyle. Schwierigkeit, 2 Balken, na gut, Haushaltskasse. 158.000 haben wir uns im Laufe des letzten Let's Plays, also der ersten Staffel, erspielt. So, bevor ich jetzt hier da die guten Rockstyles mit Sissi und Co. einziehen lasse, noch ein paar Sachen vorweg. Wir werden jetzt hier in dieser Folge erstmal das Haus komplett einrichten, denn ich werde das... jetzt höre ich gerade, haut die Musik schon wieder ein bisschen rein. Gab es ja im letzten Let's Play auch so die Schwankungen. Ich hoffe, dass das so leise ist, dass man mich trotzdem noch quatschen hört. Und vielleicht kann ich auch mal ganz kurz die Musik ausstellen. Wäre wahrscheinlich am besten. Ich weiß halt nicht, wie laut das ist. So, Option... Zack. Ihr seht, ich klicke hier auf stumm. Aber irgendwie passiert nicht viel. So, zack. Drehe ich ganz runter. Geht auch nicht. Ist das vielleicht die Umgebung? Nein, auch nicht. Keine Ahnung. Okay. Gut, ich hoffe mal, das ist nicht ganz so laut, dass man mein Gequatsche halt noch halbwegs hört. Wobei mich das ehrlich gesagt ein bisschen nervt. Weil ich auch weiß, dass das ganz schön laut ist. Aber okay, ich will das jetzt mal ignorieren. Paar Sachen vorweg. Also, ich habe vor, jetzt erstmal hier Musik raus. Wieso ballert der jetzt hier so rein? Ich will mal ganz kurz was gucken, liebe Freunde. Seid mir nicht böse. Benutzer definiert. Probe hören. Okay, jetzt ist es zumindest wieder aus. Okay, so, jetzt denke ich mal, kann ich da halbwegs gut mit klarkommen. Okay, also, ich habe ja gesagt, ich werde dass die zweite Staffel hier jetzt gemacht, produziert wird, wie auch immer. Und ich habe noch nicht genau überlegt, wie lang das Ganze werden wird. Also wir werden auf jeden Fall ein paar Kiddies hochziehen. Ich bin aber ehrlich, liebe Leute, da mache ich euch nichts vor, wenn ich merke, dass das System mich wieder richtig gravierend hängen lässt. Ne? Also es hat jetzt im Test relativ lange gut geklappt. Aber wenn ich merke, dass das wieder ein einzelnes Testen und gegen das Speichern quasi ist, dann... muss ich gucken. Also das werde ich auf keinen Fall mitmachen. Ich hoffe, dass es halbwegs stabil läuft. Aber Ende ist jetzt erstmal offen. Und das primäre Ziel sind jetzt erstmal ein paar Kiddies. Und gut. Wie gesagt, das vorweg. Also nicht, dass ihr dann hinterher irgendwann traurig seid, wenn ich das dann nach was weiß ich, wie viele Folgen abschließen werde. Also die erste Staffel hatte ja, glaube ich, 100, 105 oder 106 Teile. Ob ich das jetzt hier erreiche, weiß ich nicht, ist auch jetzt erstmal nicht das primär gesetzte Ziel. Sondern ich spiele jetzt erst einfach mal, weil ich Spaß dran habe, weil ihr vor allen Dingen Spaß dran hattet. Und ja, nichtsdestotrotz würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt mal hier auf die Familie Rockstein und wählen die aus. Wir werden jetzt dieses wunderschöne Häuschen, habe ich mir ausgesucht, ich wollte eigentlich hier rein ursprünglich oder da rein. Nur das ist so teuer, dass ich da halt nicht viel machen kann. Also das habe ich selbst von 156.000 noch nicht hingekriegt. Ergo, wir werden jetzt mal hier diesen Parkpalast, 5 Zimmer, 2 Badezimmer, werden wir nehmen. Den werden wir unmöbliert nehmen und jetzt im Verlauf dieser Folge werden wir das Ding mal einrichten. Okay, wir kaufen das direkt mal. So, dieses Grundstück sieht großartig aus. Du kannst noch weitere Grundstücke, bla bla bla. Wir wollen dieses Grundstück haben. Ergo, rein in den Bums. Rock'n'Roll, liebe Leute. Cool, dass die Sache hier weitergeht. Okay, er lädt sich jetzt gerade einen Wolf. Das sind wir von ihm gewohnt. So kennen wir ihn. Und noch eine kleine Anmerkung. Weil ich halt auch im Testspiel leider einen Bluescreen hatte, werde ich gelegentlich immer zwischenspeichern. Ich denke mal, ihr kennt das schon aus der ersten Staffel. Und das war soweit okay. Ist ja für euch nur ein paar Sekunden. Für mich dauert das Ganze ein bisschen länger, aber das ist mein Problem, nicht euers. Ihr seid dann mal relativ schnell wieder dabei. Es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, weil, ja, bei den Sims passiert halt alles irgendwie immer sehr einmalig. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit Fraps läuft. Mein Testspiel habe ich ja nicht aufgenommen, war also ohne Fraps und insofern. Hier seht ihr die gute Sissi, den guten Amadeus und die gute... Ja, da ist Sissi auch gleich am Jaulen. Wir machen jetzt mal Pause.
Ja, das ist schön. Susi schnappt sich gleich die Gitarre. Hier machen wir mal eine neue Komposition. Alle Wünsche erstmal rein. Der will ein bisschen bla bla bla. Vor sechs Sims Schlagzeug spielen. Okay. Das könnten wir eigentlich mal rausnehmen. Logik kaufen haben wir eigentlich alles da. Klavier im Park spielen. Fünf Objekte verbessern. Ja, wobei hätte ich drin lassen können. So, was will Sissi? Die will ein Nagetier fangen. Die will einen Käfer fangen. Die will eine Schildkröte fangen. Und so weiter. Susi möchte. Oh, neues Rezept lernen, sollten wir hinkriegen. Okay, die will auch fünf Häuser, beziehungsweise fünf Bilder im Park Gitarre spielen. Gut. So, liebe Leute, da sind wir erstmal angekommen und wir gucken jetzt erstmal auf das wunderschöne Haus. Ich zeige es euch einmal hier in voller Statur. Hallo? So, war das jetzt voll? Ja, das war voll und wir gehen mal ganz hoch. So sieht das schöne Häuschen aus. Das fahren wir einmal rum. Und weil wir uns ja hier doch eine ganze Zeit lang aufhalten werden, möchte ich euch das alles mal ganz in Ruhe zeigen. So, hier eine schöne Veranda. Randa an die Veranda. So, hier ein paar Bäume. Da müssen wir allerdings ein bisschen was machen, denn unsere Sims brauchen Platz. Ich bin zwar ein riesengroßer Baumfan, ein Baumliebhaber, ich habe auch Bonsais. Allerdings hier bei den Sims stört der Baumkram leider doch. Weil A nimmt es ein bisschen die Sicht, B die, wobei den hier vorne, ja, leider auch weg. Tut mir leid, lieber Baum. Du wirst jetzt woanders ein besseres Leben führen, im Baumhimmel oder so. Zack. Okay, die anderen können wir nicht, weil die gehören nicht zu unserem Grundstück. So, aber das Häuschen ist wie gesagt ein ganz nettes Häuschen. Schöne rote Tür, die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, ihr wisst, ich stehe auf Rot. Okay, so, dann würde ich vorschlagen, wir switchen uns jetzt mal runter. Und ich muss natürlich jetzt ein bisschen, so, Keller hat es nicht, ein bisschen umdisponieren. Also ich werde jetzt nicht hier das Haus machen, was ich beim Test-Let's Play schon gemacht habe. Weil, oh, das ist ja geil, wir ziehen hier an und hier sind schon verdorbene Lebensmittel drin. Cool. Okay, so. Ich würde vorschlagen, also diese Folge wird jetzt erstmal dazu dienen, hier die Hütte ein bisschen einzurichten. Und weil ich jetzt erstmal nicht cheaten werde, müssen wir das auch mit Schlafgelegenheiten etc. machen. Also, wir werden jetzt mal kaufen, die Dings, der Bumster hier, die Möhre. Boah, der war doch gar nicht so schlecht, 1200 Pfeifen. Aber wir haben hier irgendwann mal ein Geschenk gekriegt, den nehmen wir auch. Zawupp, das ist ein Herd, den hauen wir auch raus. Wobei, hätte ich gar nicht machen sollen, ich Idiot. Ja, ihr seht, ich fange auch wieder an. Ich habe ja halt auch lange nicht gespielt. Wobei der Festus, den hatten wir auch damals in dem anderen Dings schon. Das war ganz geil. So, hier, das sieht alles ein bisschen ländlich, ein bisschen rustikal aus. Okay, die Dinger nehme ich auch ganz gerne mal weg, denn die versperren auch die Sicht. Sieht zwar ganz schön aus, hier ein netter Kamin. So, das war jetzt erstmal hier die Küche. Wie ihr seht, ich mache hier nochmal die Dinger an. Ganz nett gemacht, eigentlich sehr rustikal. Jo, so kennt man das Landleben. Da sind wir nun mal ein bisschen rustikaler unterwegs. Aber das ist soweit erstmal okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, hier hatte ich das Schlafzimmer. Das machen wir auch mal. Wobei. Ja. Hier haben wir das, machen wir das Schlafzimmer von Susi und. Und Amadeus rein. Okay, können wir die Wände wieder runter machen? Hallo? So, Wände wieder runter. Und da würde ich sagen, kaufen wir jetzt erstmal eine coole Tonne hier. So, lecker Betten. Zack. Ja, wie viel Geld haben wir? Wir haben 98.000. So, was haben wir hier? Was ist da mit der Bequemlichkeit? 3. Das Ding sieht irgendwie ganz poppig aus, finde ich. Insofern. Hauen wir, wie ich schon sagte, die heiß verdiente Kohle erstmal raus. Yahoo, so. Okay, so. Ein bisschen Quatsch und Tinnef daneben. So, hier. Okay. Moment, das ist ein. Ach so, das ist eine Kommode, sehe ich gerade. Okay, stellen wir die mal hier hin. So, ein Beistelltisch. Das machen wir auch so wie. Hallo, Beistelltisch. Ja, okay. Das machen wir auch so, wie wir das bei den Rockstars im anderen Let's Play gemacht haben. So, ganz gemütlich dazu. So, kleines Lämpchen drauf. Tralala. Was ist denn das hier? Cool. Messingknopflämpchen. Was ist das? Sarahs Tischlämpchen. Okay, das sieht doch irgendwie ganz cool aus. Machen wir gleich noch eins hier drauf. Dann ist auch ein bisschen Licht in der Hütte, liebe Leute. So.
Okay, jetzt müssen wir ganz kurz mal im Familieninventar. Ah, oh, geil, wir haben eine Karre. Eine richtig noble Karre und ein Bücherregal. Super. Okay, das würde ich sagen, das ist erstmal hier das Schlafzimmer. Ich will jetzt auch nicht zu viel machen. Also wir machen erstmal die Grundeinrichtung und dann gucken wir mal weiter. So, weil wir ja nicht cheaten, brauchen wir eine vernünftige Dusche. Das heißt, das Ding hauen wir mal raus. Das ist ja, wie wir wissen, nicht vernünftig. Zack. Und wo haben wir das Schlafzimmer? Küche, ich muss erstmal wieder reinkommen. So, Dusche. So, das ist, glaube ich, eine ganz gute Dusche. Zack. Okay. So, da kann Amadeus sich dann auch ein bisschen austoben, was das Handwerkern angeht. Denn, wie gesagt, wenn wir erstmal nicht cheaten. Blub, blub. Die Sims 3. Ei, ei, ei. Ja, liebe Leute, seid mir ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einem neuen Sims 3 Let's Play von mir, vom Spielkind 45. Ihr hattet euch das ja wirklich sehr, sehr zahlreich gewünscht. Und ich hatte das ja in den Action News schon angekündigt, dass wir jetzt hier die Sims 3 einfach tierisch spielen möchten und ja, das heißt, wir werden die Familie Rockstein, wie ihr sie kennt und lieben gelernt habt, hoffen wir mal, aufs flache Land schicken zu den Landeiern nach Appaluna Plains oder wie das heißt. Ihr seht, ich habe hier schon ein Testspiel gemacht, da müssen wir jetzt aber gar nicht lange drauf gucken. Wir klicken mal hier ab, Moment, zurück. Ich wollte ja auf ein neues Spiel gehen. Pardon. Ist ja gleich schon die erste Desaster-Katastrophe am Start gewesen. Aber egal. Wir werden jetzt mal ein neues Spiel starten. Wir gehen nach Appaluna Plains. So heißt das Ganze. Wie ich schon in dem Action-News-Video sagte, ist das ein ziemliches Kaff. Da ist also wirklich, wirklich viel los. Und ja, ich würde vorschlagen, wir machen mal, gehen mal auf Annehmen, ohne Anmeldung. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber wir gucken mal. Vielleicht im Verlauf dieses Let's Plays, ja. Ja, dann gehen wir mal auf ohne Anmeldung fortfahren. Und ja, da seht ihr das Kaff, da seht ihr einen wunderschönen Planwagen. Und es ist alles sehr ländlich. Ich glaube, hier ist das das Theater. Und ja, wie gesagt, ich möchte natürlich entsprechend noch ein paar Sachen vorwegschießen. Also, wir hatten ja die Rocksteins in der Late-Night-Version gespielt und das hat auch eine Menge Spaß gemacht, bis die Technik dann irgendwann mich doch ziemlich im Stich gelassen hat. Es könnte möglicherweise daran liegen, dass dass das System mit den Cheats nicht so ganz klarkommt. Ich bin auch wirklich noch am Überlegen, ob ich cheaten werde oder nicht. Jetzt wie bei der ersten Staffel werde ich jetzt die ersten Folgen erstmal das Cheaten lassen. Ihr wisst, ich bin kein Freund von dieser Dauer Duschrennscheiße und Picken, Kacken, Kicken, Pocken, Packen. Ihr wisst, was ich meine. Diese ganze Schlafaktion etc. Deswegen, also ich würde schon ganz gerne cheaten. Allerdings erstmal lassen wir das sein. Denn wir werden jetzt sowieso erstmal hier starten quasi und werden entsprechend ein Haus klar machen. Ich werde auch das Haus nehmen, was ich im Test-Let's Play genommen habe. Und das ist eigentlich eine ganz nette Hütte. Ja, vielleicht kann ich auch mal ganz kurz die Musik ausstellen. Wäre wahrscheinlich am besten. Ich weiß halt nicht, wie laut das ist. So, Option. Zack. Ihr seht, ich klicke hier auf Stumm, aber irgendwie passiert nicht viel. So, zack, drehe ich ganz runter, geht auch nicht. Ist das vielleicht die Umgebung? Nein, auch nicht, keine Ahnung. Okay. Gut, ich hoffe mal, das ist nicht ganz so laut, dass man mein Gequatsche halt noch halbwegs hört. Wobei mich das ehrlich gesagt ein bisschen nervt. Weil ich auch weiß, dass das ganz schön laut ist. Aber okay. Ich will das jetzt mal ignorieren. Ein paar Sachen vorweg. Also, ich habe vor, jetzt erstmal hier Musik aus. Wieso ballert der jetzt hier so rein? So, warte mal. Ich will mal ganz kurz was gucken, liebe Freunde. Seid mir nicht böse. Benutzer definiert. Okay, jetzt ist es zumindest wieder aus.
Okay. So, jetzt denke ich mal, kann ich da halbwegs gut mit klarkommen. Okay, also, ich habe ja gesagt, ich wette, dass die zweite Staffel hier jetzt gemacht, produziert wird, wie auch immer. Und ich habe noch nicht genau überlegt, wie lang das Ganze werden wird. Also wir werden auf jeden Fall ein paar Kiddies hochziehen. Ich bin aber ehrlich, liebe Leute, da mache ich euch nichts vor, wenn ich merke, dass das System mich wieder richtig gravierend hängen lässt. Ne? Also es hat jetzt im Test relativ lange gut geklappt. Aber wenn ich merke, dass das wieder ein einzelnes Testen und gegen das Speichern quasi ist, dann muss ich gucken. Also das werde ich auf keinen Fall mitmachen. Ich hoffe, dass es halbwegs stabil läuft. Aber Ende ist jetzt erstmal offen. Und das primäre Ziel sind jetzt erstmal ein paar Kiddies. Und gut. Wie gesagt, das vorweg. Also nicht, dass ihr dann hinterher irgendwann traurig seid, wenn ich das dann nach was weiß ich, wie viele Folgen abschließen werde. Also die erste Staffel hatte ja, glaube ich, 100, 105 oder 106 Teile. Ob ich das jetzt hier erreiche, weiß ich nicht, ist auch jetzt erstmal nicht das primär gesetzte Ziel. Sondern ich spiele jetzt erst einfach mal, weil ich Spaß dran habe, weil ihr vor allen Dingen Spaß dran hattet. Und ja, nichtsdestotrotz würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt mal hier auf die Familie Rockstein und wählen die aus. Wir werden jetzt dieses, hat sich auch mit den Kiddies hinterher ganz gut gegeben. Allerdings müssen wir da natürlich, muss ich jetzt ein bisschen umdenken, denn ich habe auch in diesem Test-Let's Play gecheatet. Ja, so kennt ihr mich und ihr wisst, dass ich das gerne mache, denn ja, wie gesagt. Und das heißt natürlich, insbesondere wollen wir natürlich, liebe Leute, auch Kiddies an den Start bringen. Das ist ja, ja mit der Hauptgrund, wir wollen ja, da kommen wir jetzt auch kurz schön nach Appaluna Plains oder Appaloosa. Ich werde das wahrscheinlich im Laufe des Let's Plays noch lernen, wie das Kaffee heißt. Ihr seht, sehr klein, sehr schön, sehr idyllisch. Schöner Hundeknochen als Teichformation. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus da an Footballfeld etc. Also alles sehr, sehr idyllisch. Ich habe übrigens, das werdet ihr wahrscheinlich merken, die Musik hier ziemlich leise bis fast ausgestellt, denn durch die Musik, insbesondere beim Bauen, beim Erstellen der Sims etc., habe ich mir bei YouTube diverse Content-ID-Treffer eingefangen. Insofern möchte ich doch jetzt erstmal die Musik, die ja nicht der zentrale Punkt dieses Spiels sein soll, ein bisschen runterfahren. Ne? Und insofern gibt es hier leider keine Musik, aber das ist mir doch alles ein bisschen zu gefährlich. Denn ihr wisst, ich habe mittlerweile 9 von diesen Treffern und ich habe mir sagen lassen, beim 10. könnte es leichte Probleme geben. Wie auch immer die aussehen, ich weiß es nicht. Egal. Jetzt sind wir hier bei den Sims, bei den lustigen Sims hier. Gucken wir mal rum hier. Übrigens, ich hatte das ja schon angespielt und ich hatte in einem anderen Let's Play gesehen, dass es hier auch einen Tierladen gibt. Ich bin ehrlich, Freunde, ich habe diesen Tierladen nicht gefunden. Vielleicht kann mir da ja einer schon zu Beginn gleich mal den Tipp geben, wo ich diesen Tierladen finde, wie dem auch sei. Also, wir kommen auch ohne Tierladen klar, denn hier kriegt man alle Tiere, die man haben möchte, auch so am Start. Okay, dann würde ich sagen, ich quatsche jetzt gar nicht weiter lange rum. Ihr kennt mich zwar und ihr wisst, dass ich das ganz gerne mache, aber egal. Wir werden jetzt hier einen Haushalt einziehen lassen. So, und wen haben wir denn hier? Liebe Leute, die dürftet ihr kennen. Haushaltsname Rockstein. Schwierigkeit, 2 Balken. Na gut, Haushaltskasse. 158.000 haben wir uns im Laufe des letzten Let's Plays, also der ersten Staffel, erspielt. So, bevor ich jetzt hier da die guten Rocksteins mit Sissy und Co. einziehen lasse, noch ein paar Sachen vorweg. Wir werden jetzt hier in dieser Folge erstmal das Haus komplett einrichten, denn ich werde das... Oh, jetzt höre ich gerade, haut die Musik schon wieder ein bisschen rein. Gab es ja im letzten Let's Play auch so die Schwankungen. Ich hoffe, dass das so leise ist, dass man mich trotzdem noch quatschen. Wunderschöne Häuschen, habe ich mir ausgedacht. Ich wollte eigentlich hier rein ursprünglich oder da rein. Nur das ist so teuer, dass ich da halt nicht viel machen kann. Also das habe ich selbst von 156.000 noch nicht hingekriegt. Ergo, wir werden jetzt mal hier diesen Parkballast, 5 Zimmer, 2 Badezimmer, werden wir nehmen. Den werden wir unmöbliert nehmen und jetzt im... Verlauf dieser Folge werden wir das Ding mal einrichten. Okay, wir kaufen das direkt mal. So, dieses Grundstück sieht großartig aus. Du kannst noch weitere Grundstücke, bla bla bla. Wir wollen dieses Grundstück haben. Ergo, rein in den Bums. Rock'n'Roll, liebe Leute. Cool, dass die Sache hier weitergeht. Okay,
Er lädt sich jetzt gerade einen Wolf, das sind wir von ihm gewohnt, so kennen wir ihn. Und noch eine kleine Anmerkung, weil ich halt auch im Testspiel leider einen Bluescreen hatte, werde ich gelegentlich immer zwischenspeichern. Ich denke mal, ihr kennt das schon aus der ersten Staffel und das war soweit okay. Ist ja für euch nur ein paar Sekunden. Für mich dauert das Ganze ein bisschen länger, aber das ist mein Problem, nicht euers. Ihr seid dann mal relativ schnell wieder dabei. Es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, weil, ja, bei den Sims passiert halt alles irgendwie immer sehr einmalig. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit Fraps läuft. Mein Testspiel habe ich ja nicht aufgenommen, war also ohne Fraps und insofern, hier seht ihr die gute Sissi, den guten Amadeus und die gute, ja, da ist Sissi auch gleich am Jaulen. Wir machen jetzt mal Pause. Ja, das ist schön. Susi schnappt sich gleich die Gitarre. Hier machen wir mal neue Komposition. Alle Wünsche erstmal rein. Der will ein bisschen bla bla bla. Vor 6 Sims Schlagzeug spielen. Ah, okay. Das könnten wir eigentlich mal rausnehmen. Logik kaufen haben wir eigentlich alles da. Klavier im Park spielen. 5 Objekte verbessern. Ja, wobei hätte ich drin lassen können. So, was will Sissi? Die will ein Nagetier fangen. Die will einen Käfer fangen. Die will eine Schildkröte fangen. Und so weiter. Susi möchte... Oh, neues Rezept lernen, sollten wir hinkriegen. Okay, die will auch 5 Häuser, beziehungsweise 5 Bilder im Park Gitarre spielen. Gut. So, liebe Leute, da sind wir erstmal angekommen und wir gucken jetzt erstmal auf das wunderschöne Haus. Ich zeige es euch einmal hier in voller Statur. Hallo? So, war das jetzt voll? Ja, das war voll und wir gehen mal ganz hoch. So sieht das schöne Häuschen aus. Das fahren wir einmal rum. Und weil wir uns ja hier doch eine ganze Zeit lang aufhalten werden, möchte ich euch das alles mal ganz in Ruhe zeigen. So, hier eine schöne Veranda. Randa an die Veranda. So, hier ein paar Bäume. Da müssen wir allerdings ein bisschen was machen, denn unsere Sims brauchen Platz. Ich bin zwar ein riesengroßer Baumfan, ein Baumliebhaber. Ich habe auch Bonsais. Allerdings hier bei den Sims stört der Baumkram leider doch. Weil A, nimmt es ein bisschen die Sicht, B, die, wobei den hier vorne, ja, leider auch weg. Tut mir leid, lieber Baum, du wirst jetzt woanders ein besseres Leben führen, im Baumhimmel oder so, zack. Okay, die anderen können wir nicht, weil die gehören nicht zu unserem Grundstück. So, aber das Häuschen ist wie gesagt ein ganz nettes Häuschen. Schöne rote Tür, die ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, ihr wisst, ich stehe auf Rot. Okay, so, dann würde ich vorschlagen, wir switchen uns jetzt mal runter. Und ich muss natürlich jetzt ein bisschen, Keller hat es nicht, ein bisschen umdisponieren. Also ich werde jetzt nicht hier das Haus machen, was ich beim Test-Let's Play schon gemacht habe. Weil, oh, das ist ja geil, wir ziehen hier an und hier sind schon verdorbene Lebensmittel drin. Cool. Okay, so. Ich würde vorschlagen, also diese Folge wird jetzt erstmal dazu dienen, hier die Hütte ein bisschen einzurichten. Und weil ich jetzt erstmal nicht cheaten werde, müssen wir das auch mit Schlafgelegenheiten etc. machen. Also, wir werden jetzt mal kaufen, die Dings, der Bumster hier, die Möhre. Boah, der war doch gar nicht so schlecht, 1200 Pfeifen. Aber wir haben hier irgendwann mal ein Geschenk gekriegt, den nehmen wir auch. Zawupp, das ist ein Herd, den hauen wir auch raus. Wobei, hätte ich gar nicht machen sollen, ich Idiot. Ja, ihr seht, ich fange auch wieder an. Ich habe ja halt auch lange nicht gespielt. Wobei, der Festus, den hatten wir auch damals in dem anderen Dings schon. Das war ganz geil. So, hier, das sieht alles ein bisschen ländlich, ein bisschen rustikal aus. Okay, die Dinger nehme ich auch ganz gerne mal weg, denn die versperren auch die Sicht. Sieht zwar ganz schön aus, hier ein netter Kamin. So, das war jetzt erstmal hier die Küche. Wie ihr seht, ich mache hier nochmal die Dinger an. Ganz nett gemacht eigentlich, sehr rustikal. Ja, so kennt man das Landleben. Da sind wir nun mal ein bisschen rustikaler unterwegs. Aber das ist soweit erstmal okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, hier hatte ich das Schlafzimmer. Das machen wir auch mal. Wobei... Ja. Hier haben wir das, machen wir das Schlafzimmer von Susi und... Und Amadeus rein. Okay, können wir die Wände wieder runter machen? Hallo? So, Wände wieder runter. Und da würde ich sagen, kaufen wir jetzt erstmal eine coole Tonne hier. So, lecker Betten. Zack. Ja, wie viel Geld haben wir? Wir haben 98.000. So, was haben wir hier? Was ist da mit der Bequemlichkeit? 3. Das Ding sieht irgendwie ganz poppig aus, finde ich. Insofern hauen wir, wie ich schon sagte,